Das vielleicht besiegt werden konnte, ich lasse nicht zu. Ja, es war klar, es war klar. Der Sumpf des Zorns ist verschwunden. Alter, wir alle kurz vorm Tod. Ja, ich glaube, das wird nochmal ein Game Over geben. Sehr sicher sogar wird das nochmal ein Game Over geben. So, Wächter 1 tot. Gott sei Dank habe ich da nicht weiter gekonnt. Ja, also Impa, die tut tatsächlich mehr bei einer großen Monsterhorde glänzen, nicht bei einzelnen Gegnern. Sieht man hier auch gerade. Heißt nicht, dass sie schwach ist bei einzelnen Gegnern, aber sie ist stark. Ja, also sie hat gerade im Alleingang kurz mal zwei Wächter besiegt. Hat zwar Schaden bekommen dadurch, aber trotzdem. Ich heile mich mal einfach kurz. Auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass es trotzdem nichts bringen wird. Außer sie kriegt random ein Level up, aber das glaube ich jetzt nicht gerade. Das ist genauso wie mit Maronus, so der braucht eigentlich auch dringend Level up. Wobei Zelda ist ja eigentlich kurz vorm Level Up. Genauso wie Maronus, also. Ich versuche es jetzt nochmal irgendwie ein Level Up zu bekommen. Das wäre halt eigentlich gerade wirklich das Wichtigste, was sie bräuchte. Boah, Maronus ist richtig angeschlagen. Wir sind alle voll angeschlagen eigentlich. Zumindest ein bisschen geheilt. Wer erwartet denn jetzt eigentlich gerade auf uns? Besser ist halt gar nicht, das wusste ich. Hatte ich schon so ein Gefühl. Ganz ehrlich, ich versuch's mit Impa. Nein. Ja. Oh, und beide natürlich gleichzeitig. Hallo? Oh Gott. Ich lasse jetzt mal kurz hierher laufen. Ach, scheiß drauf. Warum nur? Ich war von der Verheerung Ganon auserwählt. Das darf nicht sein. Das ist niemals mein Schicksal! Oh, Verheerung Ganon! Verschlinge nun dieses Lumpenpack! Huh?
Alter, ich bin gleich tot. Ja. Okay, wir haben auf jeden Fall wieder alle Leben. Ja, ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich nochmal Game Over gegangen bin, aber es war abzusehen. Mann, Wächter, hör auf zu fliegen. Man kann dich nur schwer treffen, wenn du fliegst. Gut, ich glaube, das ist dem Wächter durchaus bewusst. Oh Mann, wieder so unnötiger Treffer eingesteckt. Aber auch nur, weil ich den Gegner nicht gesehen habe. Ich meine, der ist da oben irgendwo. So, danke. So, da kommt schon der nächste Wächter. Wechselt er nochmal das Ziel, sag mal. Das haben die Wächter noch nie gemacht. Warum macht er das jetzt hier? Das finde ich uncool. Ja, aber meine Meinung zu jetzt kurz zu der Situation, dass Astor von der Verheerung gefressen wurde. Es war abzusehen und ich meine, Super hat es ja sogar schon gesagt. Ist das wirklich so leicht, die Verheerung auf seine Seite zu ziehen? War aber eigentlich alles vorhersehbar. Du kriegst trotzdem Schaden, das ist unglaublich. Du weichst die ganze Zeit aus. Der kann dich eigentlich nicht treffen und trifft dich trotzdem. Da! So, taktischen Rückzug angetreten und mit dem anders reingegangen, damit ich als Spieler keinen Schaden bekomme. Es ist mies, aber es funktioniert. Wenn das Spiel mich nicht ausweichen lässt, dann hast du Pech gehabt. Dann mache ich halt auch so eine Attacke hier. Dann gehe ich halt auch mal in diese Offensive und mache was Unschönes. Aus Spielersicht. Wenn ich das Spiel diese Sachen machen lässt, selbst schuld. Gut. Dann würde ich sagen, rennen wir alle hoch. Die Cutscene werden wir auf jeden Fall nicht nochmal sehen. Muss ja nicht sein. Gleiche Cutscene zweimal. Haben wir ja wie gesagt schon gesehen, deswegen doof, aber was willst du machen? Ich finde es schade, dass sein Name nicht angezeigt wird. Das wird dann nicht mal da oben angezeigt. Auch wenn ich sagen muss, dass er mich angreift, tatsächlich sehr überraschend kam. Damit hätte ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Au! Kam tatsächlich sehr überraschend. Der kleine Terrako. Und der ist ein verdammt guter Schwertkämpfer, oder?
Nahkämpfer, besser gesagt, nicht Schwertkämpfer, der hat ja kein Schwert. Okay, das stimmt nicht ganz, er hat ein Schwert. Er hat einen Wächter, eine Wächter-Axt, ein Wächter-Schwert, wenn ich es richtig sehe. So, aber so schwer ist der halt gar nicht. Ich habe mich halt vorhin bloß blöd treffen lassen, weil ich ihn halt nicht kannte. Doof, aber naja, was willst du machen? Oh! Wiederkehr der Verheerung wurde bereits prophezeit. Als Prinzessin von Hyrule musst du dich deiner Ausbildung widmen. Dazu benötigst du kein Spielzeug wie dieses. Aber... Es tut mir leid. Für Hyrule. Für die Verwundeten. Die Toten. Und für die Zukunft. Ich werde dich hier zu Fall bringen. Starke Worte von der Prinzessin, die gerade ihr Spielzeug verloren hat. Okay, sorry. Okay, auf zum Thronsaal. Ja, ich find's schade, dass Terrako tot ist. Voraussichtlich. Das Spiel hat das schon häufiger mal gesagt. Ja, jetzt ist derjenige tot und nachher war er doch nicht tot. Moment.
Gibt's hier Nahrung? Nee, aber Geld. Kann ich beides brauchen. So. Dann geht's auf in den Kampf. Okay, er sieht schon mal nice aus, das kann man schon mal sagen. Au! Irgendwie treffe ich ihn gerade nicht. Er ist nicht verwundbar. Alter, ich bin doch sogar ausgewichen. Bringen wir diesen Kampf nun zu Ende. Darf ich jetzt denn auch mal wirklich kämpfen? Jetzt machen wir endlich mal Schaden, auch wenn ich mich gerade frage, was Terako bitte schön angestellt hat. Was wir vorher anders gemacht haben. Ja, Terok hat sich jetzt wirklich zu 100% geopfert. Auch wenn es jetzt gerade eine random Situation war, wie ich vorhin gesagt hatte. Mal gucken, ob er wirklich tot ist. Er war nicht tot, es war doch klar. Sie machen es zu häufig. Aber naja, war trotzdem eine schöne Szene. So, darf ich jetzt mal bitte den Schmetterangriff ausführen? Danke. Boah, nimmt er wenig Schaden. Oh.
Falsche Attacke ausgewählt gerade. Naja. Ich versuche übrigens so viel Schaden wie möglich mit Link zu machen, weil er ist ja schon recht stark. Und dann würde ich wechseln, wenn ich merke, ich habe zu wenig Leben. So fahre ich, glaube ich, recht gut. Weil ich kann mich ja nicht mehr heilen, soweit ich es gesehen habe. Oder kann ich noch heilen? Nee, kann ich nicht mehr. Vielleicht reicht es ja auch komplett mit Link. Quatsch. Auch wenn ich sagen muss, dass der Schmetterangriff echt wenig Schaden macht. Na, Mist. Ich sollte langsam wechseln, glaube ich. Auch wenn ich sagen muss, dass hier Maronus tatsächlich von allen am randomsten wirkt. Aber ich wollte noch einen anderen starken Charakter reinnehmen, ich wusste nicht wen. Au. Bams. So. Nächster Schmetterangriff. Au. Immerhin hat es 5 Ausdauer-Attackenhagel gereicht. Ja, aber die Hälfte haben wir gleich schon mal. Und Bams. Au. Alles klar, jetzt bekommt er noch Flügel. Das ist, glaube ich, langsam auch wieder wechseln. Okay, ich wechsle mal. Und bumm. Immerhin macht ein paar recht viel Schaden. Oder trifft viel, besser gesagt. Boah, ich war gerade voll in der Attacke drin, habe aber keinen Schaden bekommen. Oder zumindest in der Reichweite der Attacke. Aber die ist ganz cool, die Attacke hier. Da kann man schön Schaden machen. Und Schmetterangriff. Auch wenn ich sagen muss, dass ich es ein bisschen schade finde, dass der so viel Schaden aushält. Ich meine, ja klar, es ist der Endboss. Voraussichtlich, ich glaub's nicht. Es ist auf jeden Fall ein Boss, ein sehr starker.
Aber, ja. Trotzdem ist es halt... Er ist halt keine Gefahr so an sich. Er macht schon ordentlich Schaden. Ich glaube, ich habe mal zwischenzeitlich irgendwann mal ein Level abbekommen. Ohne es mitbekommen zu haben. Weil hier aber auch so viel los ist, ne? Und das war's. Schon noch gerade dran versiegeln. Du packst das, Bruder! Verbocke es nicht! Wir müssen uns nun wohl verabschieden. Es erfüllt mich mit großem Stolz, dass ich euch helfen konnte. Die Gerudo der Zukunft überlasse ich deiner Obhut, Riju. Danke für alles, Yunobo. Dieser Kampf war so kurz, wie er gut war. Das stimmt. Das hat echt sowas von Spaß gemacht. Wirklich sehr beeindruckend. Unserem Recken zuzusehen, war mir eine Ehre. Irgendwann werden wir uns wiedersehen. Ja. Für alle Zeiten werde ich an deiner Seite sein. Dieses Wunder werde ich niemals vergessen. Gemeinsam mit euch zu kämpfen, ist eine Erinnerung für die Ewigkeit. Auch für die Zukunft, aus der ihr kommt. Möget ihr selbst in 100 Jahren
noch mit Licht gesegnet sein. Lol. Echt jetzt? Okay. Okay, damit muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt die Story wirklich zu Ende ist. Okay. Ja, in dem Fall nehme ich das natürlich dann gerne so hin. Boah. Was soll ich jetzt da dazu sagen? Boah. Ich musste mal kurz drücken, weil ich habe schon lange nichts mehr getan und das Bild wurde schwarz. Ja, mal ganz kurz ein Fazit schon mal. Es wird nicht das Ende des Let's Plays sein, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, auf jeden Fall mal so als kleines Fazit muss ich tatsächlich sagen, finde ich's. Das Spiel an sich war wirklich gut. Also es ist auf jeden Fall auch für jeden, der so in die Richtung was mag. Oder zumindest der The Legend of Zelda Breath of the Wild mag. Auf jeden Fall ein Must-Have-Titel. Es zeigt die Charaktere, die sonst immer nur so einen Mini-Auftritt hatten. Wie Koga oder Maronus. Oder auch den König an sich. Einfach auch mal von ein bisschen von einer anderen Seite. Genauso auch wie die Recken. Die ich ja persönlich sowieso auch schon so ein bisschen gemacht habe. Aber es gibt immer so einen kleinen, besseren Einblick in die Charaktere. Und die Story ist ja auch Canon, weil ja welche vom Zelda-Team mitgearbeitet haben. Wow, auf jeden Fall sehr, sehr schönes Spiel. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für jeden, der sowas in die Richtung halt mag. Die Story ist auch richtig, richtig gut geschrieben. Könnte auch wirklich genau so passiert sein. Gut, das Sache jetzt da mit den Zukunft und so. Ja, ich verstehe, warum man sie reingebracht hat, weil man wollte schließlich die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, zukünftigen Recken, wollte man natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wie Sidon. Gut, Teba, ich bleib bei Teba bei der gleichen Aussage wie vorher auch schon, er ist ein unnötiger Charakter, es tut mir einfach leid, aber ich mag den irgendwie nicht so zum Spielen und in BOTW fand ich ihn jetzt zwar an sich so ganz nett und so, aber mehr so randrollenmäßig nett. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also, als spielbarer Charakter wurde er jetzt, finde ich, nicht so gut gelöst. Aber okay. Ist auch wirklich von den Kämpfern so ziemlich der einzige, wo ich sagen muss, der halt echt nicht gut gelöst ist. Aber ja. Was kann ich sonst noch groß dazu sagen? Wenn ich einen großen Kritikpunkt an einem Spiel habe, dann sind es die Ladezeiten. Also, ich habe es teilweise auch wirklich rausgeschnitten, die Ladezeiten. Weil sie halt einfach echt lange ging und einfach nur Schwarzbild war. Mit unten dem Schwertladezeichen da. Ja, fand ich jetzt nicht so geil. Aber okay. Story, muss ich sagen, fand ich jetzt doch ein bisschen kurz. Die war jetzt nicht schlecht. Aber ein bisschen kurz. Gut, ich meine, was willst du groß storymäßig reinbringen? Ich hätte es vielleicht noch schöner gefunden, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Wüstenregion machen hätte müssen oder vielleicht sogar auch nochmal in Gerudo Schneeland. Das kam halt irgendwie überhaupt nicht vor. Aber okay, gut, das sind so Kleinigkeiten, wo man vielleicht hätte besser machen können. Ich meine, da gibt es ja schließlich Missionsaufgaben. Ja, was soll ich groß dazu sagen? Story, echt schön. Auch wenn es mich ein bisschen wundert, weil Celine hat gesagt, da kommt eigentlich noch einiges so, aber irgendwie, ja, mal gucken, vielleicht kommt da doch nochmal was. Und das ist bloß das vorzeitige Ende. Machen sie ja ganz gerne mal. Na okay, es ist bloß so dunkel. Warum auch immer, dass es so dunkel ist, hä? Naja, ich nehme es einfach mal so hin, dass es dunkel ist. Man wird es ja trotzdem sehen, denke ich.
Nimmt voll die Spannung, voll eine schöne Sache raus. Boah. Nehmen wir so ein paar Sachen, die wir noch eingesammelt haben. Mal gucken, ob da mal irgendwas Storymäßiges kommt jetzt. Nee, tatsächlich nicht. Ja gut, außer es kommt jetzt doch nochmal irgendwas hier. Ja gut, ich habe noch ein paar Missionen freigeschalten. Lass mich raten, wir können jetzt auch als Terrako kämpfen. Terrako-Reparaturen. Wenn du antike Materialien sammelst und die Unterstützung des Volks von Hyrule verdienst, wird es dir sicher gelingen, Terrako zu reparieren. Zelda, Mipha, Darux, Revalis und Obosas Kostüm erhalten. Okay. Joa, jetzt können wir natürlich noch ein paar Sachen machen, also... Oh, wir können sogar was machen hier. Nachtsichtwächter. Nützliche Weitsicht, ups. Terrako-Teile. Besonders geformte Teile, die ganz Hyrule aufgetaucht sind. Es handelt sich um Wächterteile und sieht so aus, als könnte man mit ihnen Terrako reparieren. Reparieren, genau. Ja. Ja, okay. Ja, im Endeffekt, was kann ich jetzt noch groß sagen? Ich denke, ich werde sämtliche Missionen noch machen. Ah, ich kann ja also immer wieder Bananen abgeben und krieg dafür Kohle. Nützlich. Ja. Ansonsten, ich denke, ich werde hier versuchen, ein 100% Let's Play draus zu machen. Zumindest die ganzen Missionen werde ich auf jeden Fall machen. Wie es mit den Crocs aussieht, weiß ich nicht. Ich bin schon wieder stärker geworden, oder? Joa. Das mache ich so noch kurz hier, das Trainingszeug. Wird wahrscheinlich wieder ein etwas längerer Part. Leinenmaske. Ich glaube, das... Ja, okay, da unten ist mal was. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt hier noch... die Mission werde ich auf jeden Fall noch machen. Und natürlich die ganzen Gebiete versuchen, so nach und nach abzuarbeiten. Wir haben ja doch noch einiges zu tun. Und jetzt dann so abzubrechen wäre, finde ich persönlich sehr schade. Wir haben ja noch geheime Charaktere, wie bei den... Also die großen Feen, das ist kein großes Geheimnis, denke ich mal, wenn ich jetzt sage, dass wir die großen Feen noch freischalten. Es gibt da noch mindestens einen weiteren Charakter und Terrako möchten wir ja schließlich auch noch reparieren. Ja, wir haben noch einiges zu tun hier. Aber ja, wenn es bloß die Story interessiert hat, dann vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Fürs Zuschauen, Likes und Kommentare. Für alle anderen gilt das Gleiche und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin oder auch nicht. Bye.